Ja, Onkel, ich wollte um die Hand deiner Tochter anhalten und Alhamdulillah, ich bin Muslim, ich praktiziere und ich arbeite auch. Wie bitte? Ich bin Araber. Also ich bin Araber, Palästinenser. Genau, sowas Ähnliches ist mir auch passiert. Und das ist traurig. Das ist traurig. Ich bin Araber. Und inshallah werde ich irgendwann eine Tochter haben, die im heiratsfähigen Alter ist. Und dann möchte ich nicht jemanden abweisen, aufgrund dessen, dass er aus einem anderen Land kommt. Ich meine, sind wir denn nicht Muslime? Ist denn nicht das Wichtigste die Religion? Warum? Warum macht man es seinen Kindern so schwer? Warum? Warum muss es unbedingt jemand sein, der aus dem eigenen Land kommt und vielleicht noch aus der eigenen Stadt und am besten noch aus dem gleichen Dorf und am besten noch der Nachbar? Warum? Warum? Und dann nimmt deine Tochter so einen Mann oder deine Schwester, Bruder. Du, der schweigt. Du, der schweigt. Und was passiert manchmal so? Was hört man so manchmal für Geschichten? Sie wird getreten. Sie wird einfach nur schlecht behandelt. Warum? Warum lehnt ihr die Person ab, die zu euch kommt und sie einen schönen Glauben hat und sie einen schönen Charakter hat? Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Stellt euch mal vor, ihr wärt in der Situation. Würdet ihr es wollen, dass man euch ablehnt, weil ihr nicht aus demselben Land kommt? Würde es euch gefallen? Mir zum Beispiel gefällt es nicht, wenn ich dann inshallah eine Tochter habe. Kann der kommen, der will? Hauptsache, er ist Muslim und er praktiziert und sein Charakter gefällt mir. Mir egal, Pakistaner, Russe, Türke, Kurde, Albaner, Tschetschener, Deutscher. Weiß was ich? Das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht. Mir ist egal, aus welchem Land du kommst. Und liebe Geschwister, ich möchte nicht, dass jemand von uns so wird, dass wenn wir Kinder haben, jemanden, der einen guten Glauben hat, der einen gesunden Glauben hat, ablehnen, nur weil er nicht aus dem gleichen Land kommt. Sowas ist echt beschämend.